Hallo Leute, weiter geht's bei Lords of the Fallen. In der Abtei der Schwestern geht's hart zur Sache. Ich bin reihenweise in der letzten Folge gestorben. Und es wird so weitergehen, habe ich den Eindruck. What the fuck? Das ist scheißen unfair! Also wir wissen ja alle, dass Fernkämpfer in diesem Spiel OP ohne Ende sind, aber holy shit. Krieg ich dich weggecheased? Krieg ich nicht. Das Problem ist einfach, ich muss nach Umbral, um darüber zu kommen. Und sobald ich da drüben bin, kriege ich auf die Fresse. So wie da gerade. Ah, okay, hier drin scheine ich sicher zu sein. Ich habe keine Ausdauer. So, wo ist der strahlende Penner? Wie mache ich aus der Distanz weg? Da ist noch irgendeiner, der mit Strahlen schießt. Wieso lebt die noch? Gib mir mehr Mana. Da oben ist sie. Ihr habt mich halt im Visier sofort. Hey! Visier die an! Die hält nicht viel aus. Schießt die da runter. So. Unfassbar, was die hier machen. Unfassbar. Wenn ich jetzt an den verrecke. Nein! Nein! Leute, ich sag's wie es ist. Das Gebiet hat super viel Potenzial für Rage. Ich sterbe schon wieder. Weil jetzt dieser Penner mir nachgelaufen ist. Das ist doch nicht deren Ernst. Das ist Gegner-Spam ohne Ende. So. Der Strahlentyp da oben, das ist halt das Nervigste. Und da ist... Ja. Die muss auch weg. Es ist ein Gebiet, es besteht nur aus Minibossen.
Und dazu noch in großer Anzahl. Leck mich am Arsch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich einen Mana-Stein nehmen. What the fuck? Warum ist sie voll? Kneift mich jemand? Das sind klare Treffer? Jetzt kommt der dicke Idiot, der mich eben umgebracht hat. Kann ich nicht schießen? Ja, kann ich. Wenn du so dumm bist. Ja, er kann mich aber auch erwischen. Das ist das Problem. Warte. Zack. Lebst du noch? Ja, okay. Ah, opa, opa. Okay, dann machen wir lieber den. Komm! Ein Treffer, weg mit ihm. Nein! Du sollst den scheiß Penner, der richtig arschlochmäßig da oben pastiert ist, abschießen. Ist der weg? Lebst du noch? Okay, die Tötungsanimation hat richtig lange gebraucht. Ich weiß nicht warum. Okay. Abfuckstelle ohne Ende. Sobald ich einen Sessling setzen kann, wird der gesetzt. Das ist ja wohl total übertrieben. Was zum Teufel? Komm hier hin! Ich werde jetzt nicht nochmal sterben. Was gibt's hier? Eine Leiter nach unten. Leiter nach unten heißt Abkürzung oder was? Ah, 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 ihr Drecksäcke. Ah, falschen Zauber. Abkürzung, ja, aber trotzdem bin ich dann in Kreuzfeuer. Nächste Abkürzung. Ja, damit komme ich da rüber. Da komme ich auch von hier hin, ne? Oh, komm, bitte, danke. Ich hatte schon so Angst, dass ich in Umbral zu lange bin. So. Und bitte, lasst mich einen Setzling hier irgendwo setzen. Ich habe keinen Bock auf diese Stelle. Absolut übertrieben. Ich habe einen Pfeil gehört, wenn ich mich nicht irre. Ich muss nach Umbral zurück. Das ist... Ah, scheiße, darauf hätte ich achten müssen gerade. Das ist, um das Ding da zu holen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht Abkürzung. Hallo? Mach den Scheiß hier weg. Keine bösen Überraschungen. Hatte ich heute schon genug von.
Gib mir. Verbessere. Ja, toll. Interessiert mich nicht so. Wo geht's jetzt hier hin? Also ich habe eine Mini-Abkürzung, wo ich dann trotzdem in diesen Strahl drin bin. Das gefällt mir gar nicht. Hallo, warum zieht das sich denn nicht rüber? WTF? Was? Ich gehe nach ganz vorne. Und wenn du bei dieser Bewegung jetzt runterfällst, dann ist was los. Als ob das zu weit weg ist. Dich habe ich gesehen. Tut mir leid, dass ich eine leicht aggressive Grundstimmung habe, aber das Gebiet zackt. Immer. Oh! Immerhin gibt's eine Quint. Ja, natürlich. Oh, Moment. Ich habe falsch ausgerüstet. So, pusten. Dreh dich um. Mach dein Maul auf. Mach es noch weiter auf. Immerhin ist der Preis gut. Quintessenz. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Ich will hier einfach weg. Ich hasse diesen Ort. Ich finde ja alle Gebiete in dem Spiel geil. Was heißt geil? Also, es gibt kein Gebiet, was ich schlecht finde. Aber, okay, wenn das die einzige Stelle mit so einem Abfuck ist, dann verzeih es nochmal. Aber das Gebiet ist ja voll mit diesen Elite-Gegnern, ne? So wird das nicht die einzige Stelle bleiben. Irgendwer hat auf mich geschossen, das heißt, hier ist ein Bogenschütze, da oben. Ja, Kamera macht jetzt auch schon Probleme. So, Ruhe hier. Bitte sag mir, dass ich hier irgendwo ein Pfaff... Naja, beruhigen wir uns, beruhigen wir uns. Irgendwo einen Setzlenk. Das könnt ihr mir nicht antun. Wozu ist dieser Weg da? Vollkommen sinnlos. Ja, warum blühen hier keine Blüten, verdammt? Ich sehe mich schon in eine Falle stolpern. Ja, das ist das letzte Kreuz, was ich jetzt vorsichtshalber nehmen muss. Ah, das ist hier oben bei den Strahlenschießer. Der bewacht immerhin eine Kiste. Wenn da jetzt nichts Gutes drin ist, ne? Kann ich hier einen Setzling setzen? Es wachsen keine Blumen, verdammt nochmal! Okay, immerhin gibt der Loot. So, was war da jetzt drin? Mehrschüssige Armbrust, toll. Also eigentlich ist das, glaube ich, gut, aber ich kann mich da gerade nicht drüber freuen.
Hier kann ich zurück, das ist schon mal gut. Das heißt, ich habe wieder meinen Joker. So, was ist hier? Dann stürze ich in die Hölle. Setzling, bitte! Überrest, Setzling, Abkürzung, irgendwas! Moment. Moment, ich bin vorsichtig hier. Sofort. Sofort einen Setzling setzen. Okay, da komme ich dann von der anderen Seite hin. Deswegen ist der Setzling, glaube ich, auch eigentlich ganz gut. Ich habe mich nicht ausgeruht. Das vergesse ich hier immer, dass das hier nicht automatisch passiert. So. Was erwartet mich hier hinter? Okay. Also sieht doch noch ein Bossraum aus, oder sehe ich das verkehrt? Was passiert, wenn ich das da benutze? Ich schaue mich erstmal hier in den Raum um. Ich glaube, hier geht es jetzt nirgendwo weiter. Dann sind wir ja in einer Sackgasse, ne? Oder ich kriege ein Item, womit ich das Tor da... Moment, hier kann ich einfach jetzt weitergehen. Okay. Ich nehme an, es kommt ein Bosskampf, aber man könnte ihn skippen, ne? Man kann hier links weitergehen. Aber wir machen ihn mal. Mal gucken. Mit meiner aggressiven Grundstimmung wird das bestimmt super. Hi. Gangboss. Was? Du? Hä? Was passiert hier? It always comes down to this. Muss ich dem helfen oder was? Hey, ich will dir helfen! Du darfst mich nicht hauen! Also der hat keine Chance. Okay, ich weiß noch nicht, in was das hier jetzt endet. Ich habe erst einen Gangboss befürchtet, aber anscheinend helfen wir dem Dude. Und da hier diese Jägerin überhaupt nicht meine Aufmerksamkeit hat, ist es Pups einfach. Die Jägerin überhaupt eine Chance, ihn zu killen? Oder kann man einfach auch sich zurücklehnen und sagen, mach. Finally, back where you belong. Stay out of my way, lamp bearer. For your own good. What? Okay. Er hat gesagt, ich soll ihn aus dem Weg gehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass er jetzt sich übelst verwandelt und eine zweite Phase kommt, aber nö. Der Typ ist nicht ganz koscher irgendwie. Okay.
Dann gehen wir mal weiter. Das hätten wir auch skippen können, ne? Wenn ich das richtig sehe. Also man hätte sofort hier die Treppe auch hochgehen können. Und also was dem Gebiet eigentlich nur noch fehlt, um mich zu nerven, sind irgendwelche Mimics, die ich nicht sehe, ne? Das war bisher noch nicht da, aber kommt bestimmt noch. Sonst ist es ein einziger Abfuck, dieses Gebiet. So, was haben wir hier auf der anderen Seite? Nix oder was? Ne, mehr Hunde. Ich glaube, da unten könnte es zu diesem versperrten Tor gehen. Da gab es eine Kiste, ja. Okay, hier geht's jetzt raus. Mann, Kamera! Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich gehe mal erst den anderen Weg. Ich habe hier einen Shortcut in der Nähe. Immerhin jetzt. Oh. Ja, du musst auf hinter jeder Ecke damit rechnen, ne? Es ist ein Gebiet halt. Einfach. Es besteht nur aus Minibossen. Das sieht verdächtig aus. Umbral. Nope. Den haben sie einfach nur aufgespießt. Hier könntest du einen Setzling setzen, sonst ist hier nichts, ne? Das Gebiet gibt mir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hier oben weitermachen oder unten, ne? Ich mache erstmal hier weiter. Das Gute an den Bogenschützen ist halt einfach echt, dass der nach 5 Hieben weg ist. Man muss bloß vorher aufpassen, dass er einen nicht erwischt. Das ist doch hundertprozentig eine Falle, oder? Nicht? Okay. Weg teilt sich schon wieder. Ah, das ist jetzt aber die andere Seite, wo mein Setzling ist. Autsch! Autsch! Machen wir das hier mal auf. Schild des durchdringenden Lichts. Okay, klingt interessant. Ist ein schwerer Schild und nur 56%, aber guten Heiligschaden, ne? Der könnte, glaube ich. Ist bestimmt dieser Schild von den Gegnern, den wir gerade platt gemacht haben. Und wenn man den voll aufwertet, ist der, glaube ich, fast bei 100%. Okay, da haben wir jetzt eine Abkürzung aufgemacht. Das ist schon mal gut. Was gibt's hier jetzt noch? Die Frage ist halt einfach, wohin führt der Weg? Ich traue dem Braten nicht. Ganz oben ist einer dieser Bogen-Mini-Bosse.
kein Interesse, komm hier runter. Autsch. Yes. Ich bin eingeklemmt, das ist nicht gut. So, einer weg. Wo ist der andere hin? Hat er sich wieder nach oben verzogen? Hä? Achso, den habe ich eben schon irgendwie erledigt. So, es war hier irgendwo einer dieser Bogenschütze. Was habe ich vor einer Minute gesagt? Was habe ich vor einer Minute gesagt? Dieses Gebiet will mich fertig machen. Sisters, I must see Judge Cleric on a matter of the utmost urgency. Please, stand aside. Our immaculate lady does not wish to be disturbed, Pieta. This sickness, this corruption spreading across the kingdom is out of control, and our efforts to cleanse it have devolved into callous butchery. People, including our own brothers and sisters, are suffering and dying. We speak for Judge Cleric, Pieta. Should she have need of you, you will be summoned. As for those who fall victim to the corruption, perhaps they are merely proving their souls to be undeserving of salvation. After all, okay, das ist ein Fahrstuhl. Wo bringt der mich hin? Ring von St. Salonor. Ein Ring, der einst von St. Salonor von heiligen Wächtern getragen wird, verbessert die Haltung und die Balance bei voller oder beinahe voller Gesundheit. Das ist bei mir nie der Fall. So, wo bringt der mich hin? Nach oben. Oh, sehr gut. Hier ist ein Überrest und eine dicke Tür. Was das wohl zu bedeuten hat. Okay, dann hole ich mir gerade noch den Mimic-Inhalt. Von hinten ist das doch, glaube ich, besser zu machen. Dann kann ich nämlich den Bogenschützen schon mal ausschalten. So. Ah, schade, der andere hat den Geist. Den hätte ich dann weghauen können. Okay. So. Geist, verschwinde. Ja, ja. So. Jetzt die hier noch gerade wegklatschen. So, jetzt aufpassen, dass ich die Mimik nicht aufhebe. Das ist keine Mimik. Das ist auch keine Mimik. Okay, die Mimik ist da hinten. So, gib her.
Auch wenn es immer der gleiche Loot ist. Okay, ja, wir haben jetzt da oben Überrest und eine dicke Tür. Ich nehme an, da wartet ein Boss hinter. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber den Setzling, den ich gesetzt habe, ist, glaube ich, trotzdem gut. Der Weg hat sich da ja noch geteilt. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es hier beim Boss dann weitergeht oder ob das eine Sackgasse ist. Dann können wir den Setzling wieder nutzen, falls es eine Sackgasse ist. Aber hier endet die Folge für heute, Leute. Den Boss... Ich weiß halt nicht, ob ein Boss dahinter ist, aber bei der großen Tür gehe ich stark davon aus. Und ja, das gehen wir dann beim nächsten Mal an und bis zum nächsten Mal. Das war ein blöder Satz, aber egal. Ciao, Leute.